Hallo, mein Name ist Sebastian von Peter. Ich arbeite in einem Zuhausebehandlungsteam in Rudersdorf in Brandenburg und wissenschaftlich an der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Und ich möchte mit diesem Video für die Teilnahme an der BPE-Jahrestagung im Oktober werben. Dort wird Martin Zinkler zum Thema Ohne Zwang ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie sprechen. Er bezieht sich dabei auf einen Artikel, der im letzten Jahr in der Zeitschrift Recht und Psychiatrie erschienen ist und der Szenarien durchspielt, die zeigen, wie es wäre, wenn die Psychiatrie ihre polizeilichen Hoheiten an die in unserer Gesellschaft eigentlich dafür zuständigen Institutionen, die Polizei und die Justiz, zurückgäbe. Ich glaube, dass wir offen über solche Szenarien sprechen müssen, denn auch weiterhin werden Zwangsmaßnahmen in Deutschland nicht nur als letztes Mittel, also nicht nur als Ultima Ratio eingesetzt. Im Schnitt kommen sie in 6 bis 8% der Fälle zum Einsatz, wobei die Spannbreite sehr groß ist. In einigen Kliniken erleben 20 bis 30% der Menschen Zwangsmaßnahmen. Und es ist weiterhin unklar, woran das liegt. Bundesweit belastbare Zahlen zu diesem Thema gibt es immer noch nicht. Eine offene Diskussion zu diesem Thema ist innerhalb der Psychiatrie sehr schwer. Häufig kommt es dazu, dass die Meinungen sich polarisieren. Die BPE-Jahrestagung könnte ein Ort sein, über diese und andere alternativen Szenarien zum Umgang mit Zwang und Gewalt gemeinsam nachzudenken. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Austausch auf der Jahrestagung.